Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Update-Folge hier auf Johns MOBA. Heute geht es wieder um Fred Hauen, meine Märklin H0-Anlage. Und ja, erstmal herzlichen Dank für eure großartige Unterstützung bisher. Herzlich willkommen auch an alle neu hinzugekommenen Abonnenten. Das sind ja auch wieder einige seit dem letzten Video. Denkt dran, ich spende mindestens 50% der Werbeeinnahmen dieses Kanals. Und wenn ihr da mitmachen möchtet, nehmt euch einfach die Zeit. Und wenn hier eine Werbeeinblendung in dem Video kommt, dann schaut sie euch an. Dadurch erhöht ihr einfach dann das Spendenvolumen. Das Update zum aktuellen Stand der Spenden und dem ersten Projekt, was wir unterstützen werden, was meine Frau sich dort ausgesucht hat, bekommt ihr ungefähr Anfang März. Dann haben wir einen vollen Monat und ihr wisst, was so im ersten Monat dieses Projektes dann auch an Spenden zusammengekommen ist. Also seid gespannt und heute wird es um viele, viele unterschiedliche Dinge hier gehen. Das heißt, ich habe für euch mitgebracht Updates beim Thema LED-Beleuchtung, da waren wir ja schon ein paar Mal dran. Wir haben eine neue Dieseltankstelle, die seht ihr hier auch schon. Ich habe dann neue Fahrzeuge auf der Anlage. Es gibt sogar eine Anpassung am Gleisplan. Also ihr merkt, da ist irgendwie alles dabei, bis auf großen Landschaftsbau, den haben wir heute nicht. Ich habe aber noch was ganz anderes Spannendes und zwar habt ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon die kleinen Referenzen zur Olsenbande auf meiner Anlage hier kennengelernt. Also zum Beispiel den Ford Transit von Multiscan, die Renault R4 und die Firma Maxims Transportabel, die hier den Hafengrill bei mir betreibt. Und das sind so diese kleinen versteckten Hinweise, die ihr vielleicht schon entdeckt habt, weil ich diese Filme einfach sehr gerne in meiner Kindheit geschaut habe. Und jetzt sind die drei Protagonisten tatsächlich persönlich hier auch in Fred Hauen vorbeigekommen. Und die könnt ihr heute im Video dann auch euch ansehen, wie sie die Stadt erkunden. Ich hole euch jetzt ab, wir machen den Rundflug und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal auf Stau. Seite der Anlage und ihr seht schon hier ein ganz kleines Update. Und zwar haben wir jetzt hier das dauerhaft blinkende Blaulicht, das wir natürlich ausschalten können. Ansonsten auf den ersten Blick müssen wir ein ganz bisschen suchen. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Und zwar befindet sich das hier. Das ist jetzt ganz, ganz neu dazugekommen. Das ist eine Dieseltankstelle. Die sollte hier schon lange auf diese Ecke, denn meine Anlage fährt ja rein mit Diesel, alle Lokomotiven hier. Das heißt also sowohl der kleine Rangiertraktor, den wir jetzt hier sehen, da, als auch alle anderen Lokomotiven, die ihr immer so seht, fahren ja hier mit Diesel und dafür brauchte ich ja jetzt eine Tankstelle. Das ist ein kleines Modell von Busch und zwar mit der Nummer 1158, die sogenannte Betriebswerk-Tankstelle. Und eigentlich sind die beiden Tanksäulen, die ihr hier seht, diese hier, auch direkt an dem Tank dran. Das habe ich jetzt hier bei mir getrennt, um eben auch die Säulen sinnvoll beide aufzustellen, sodass ich auf jeder oder auf jedem der beiden Gleise dann hier gleichzeitig eine Lok betanken könnte. Und dann habe ich hier noch einen Zaun hinzugefügt, sodass eben nicht jeder quasi direkt von der Straße auf die Tankstelle laufen kann. Hier, das heißt, also, wir haben hier diesen kleinen Maschendrahtzaun und da ist ein Lasercut-Bausatz. Bausatz ist zu viel gesagt, also das sind ja nur so einzelne Streben von der Firma IGRA Model CZ, also die kommen aus Tschechien. Und der hat gekostet unter 3 Euro, ich glaube 2,80 Euro. Und ich verlinke euch den unten auch mal. Also ich finde das ziemlich krass, wenn ihr überlegt, was diese Zäune sonst so kosten. Die Farbe kommt jetzt natürlich von mir, also der wird nicht in Grün ausgeliefert, sondern ich habe natürlich jetzt hier die einzelnen Pfosten grün angemalt und bin dann hingegangen und haben dieses Gewebe, was hier mitgeliefert wurde, einfach mit einem Schwamm und grüner Farbe
mehrfach abgewischt. Und darüber konnte ich dann innerhalb von wenigen Minuten den gesamten Zaun in diesem dezenten Grün hier anmalen. Genau. Dann findet ihr hier eben den Tank. Jetzt mal nur so als Stellprobe hier einen kleinen Tankwagen, der gerade noch befüllt wurde. Und dann haben wir hier quasi den Haupttankstellenbereich. Was habe ich da genommen? Ich habe also hier, das ist quasi einfach nur ein Stück Pappe, was hier eingeklebt ist und was entsprechend dann von mir angemalt und gealtert wurde. Das hier sind Washings. Das hier ist quasi das helle Washing von The Army Painter, Soft Tone, und das ist Dark Tone. Und jetzt habe ich natürlich geguckt, eigentlich haben ja Betriebsstoffe wie jetzt Diesel und sowas eher den Soft Tone. Und Öl ist ja eher so der Dark Tone. Ja. Also das hier ist, glaube ich, sogar noch viel realistischer. Ansonsten sieht diese Tankstelle jetzt ja schon ziemlich dreckig und schädderig aus, wenn ihr das auf Instagram verfolgt habt. Ich hatte am Anfang auch den Tank hier noch deutlich mit mehr Alterungsspuren versehen, aber das sah dann einfach zu krass aus. So sieht man das ja auch schon, dass jetzt hier quasi an den Tanksäulen ein bisschen was gealtert wurde. Und wir haben hier einen echten Abfluss. Also erstmal habe ich darauf geachtet, dass hier tatsächlich auch der oder die Pappe, die hier den Beton darstellt, eine, quasi abschüssig ist zur Mitte hin. Und dann habe ich hier und da jeweils so einen Strich weggelassen. Das ist also ein echter Abfluss, wo theoretisch dann auch was reinfließen könnte. Also das ist hier ein großes Update. Und dann seht ihr hier direkt daneben die beiden Kesselwagen. Also den gab es ja von meinen Eltern zu Weihnachten. Und den Gulf habe ich mir selber hier gegönnt, beide von der DSB. Mit minimalen Alterungsspuren jetzt, sodass man einfach sieht, okay, die werden auch verwendet. Ich habe mich bei dem Ganzen hier, was das angeht, was den Tank angeht und was die Tankwagen angeht, hier tatsächlich an Vorbildfotos sehr orientiert von Tankstellen der Bundesbahn. Und da hat man ziemlich wenig Rost. Ja, falls jetzt der eine oder andere denkt, das ist doch viel zu wenig rostig hier. Schaut euch die Bilder mal an. Also anscheinend ist es so, dass Tankwagen und so immer mit, ja, relativ wenig Rost entweder zu kämpfen haben oder eben frühzeitig dann auch entsprechend wieder gewartet oder ausgetauscht werden. Wo ein bisschen Rost dran ist, ist hier quasi auf den einzelnen Pfosten. Da habe ich mich an dem orientiert, was ich selbst draußen im Garten habe, denn wir haben einen ganz ähnlichen Zaun und der ist auch schon sehr alt, hält ewig, hat kaum Alterungsspuren, bis eben natürlich auf den Maschendraht, der vielleicht hier oder da ein bisschen lose wird, und solche Rostspuren. Damit haben wir jetzt erstmal hier die Tankstelle, die Dieseltankstelle von meinen Lokomotiven abgehakt. Und dann gibt es noch ein paar weitere kleine Updates. Eins seht ihr jetzt hier schon so zwischen den Häusern leuchten. Und zwar hat dieser VW-Bus hier in der Mitte dort, der da, der hat jetzt sowohl Heckleuchten bekommen als auch Frontleuchten. Das können wir dann hier auf der anderen Seite sehen. Da gucke ich mal, kriege ich euch da passend rum. Ja, da seht ihr also auch seine Frontleuchten leuchten. Und ein weiteres Update ist, dass jetzt beide Fischkutter eine Beleuchtung haben, also sowohl er hier als auch er. Es gibt einen kleinen entscheidenden Unterschied, das seht ihr schon, und zwar ist bei dem rechten Fischkutter auch das Führerhaus beleuchtet und bei dem linken ist es nicht der Fall. Da habe ich nur einen Arbeitsscheinwerfer hinten auf dem Deck. Plus die Navigationsbeleuchtung. Auch da ist es wieder so, Navigationsbeleuchtung und die Arbeitsscheinwerfer bzw. Innenbeleuchtung bei dem anderen Fischkutter, die sind alle getrennt schaltbar hier. Das sind also schon eine ganze Menge Kanäle. Und dann seht ihr auch noch so ein paar kleine weitere Updates. Also hier steht jetzt ein Fahrrad. Und ja, kennt ihr die drei? Ich mache euch mal ein paar Bilder noch zusätzlich vom Bau. Das war so eine lustige Zwischendurch-Aktion. Eigentlich total zufällig. Ich wollte was ganz anderes machen und kam dann irgendwie drauf, ich könnte doch mal schauen, ob ich aus meinen bestehenden Figuren, die ich habe, vielleicht irgendwie eine Olsenbande bauen kann. Und ja, so ist das Ergebnis. Und ich musste eigentlich jetzt nicht viel ändern, bis auf Egon, dass der eine Melone bekommt, denn es war tatsächlich niemand mit einer Melone in meinen Figuren auffindbar.
Und ja, die sind ja nicht zu Fuß hier. Und deswegen gibt es jetzt auch einen kleinen passenden Citroën, wie im Film Die Usenbande fährt nach Jütland. Den habe ich auch tatsächlich designt nach den Bildern im Film und hoffe mal, dass ich damit jetzt wirklich sehr vorbildgerecht bin. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann seht ihr, der Gabelstapler ist jetzt quasi ins Gebäude reingezogen. Also auch da gab es so ein paar kleine Veränderungen. Das führt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Realismus zu. Also wenn man jetzt nicht gerade den Ein- und Ausgang hier mit dem Wagen versperrt hat, kann man da eben reingucken und sieht dort den Gabelstapler am Rangieren. Was haben wir noch Neues? Wir haben, wie ihr hier seht, viele, viele neue Figuren. Ja, also achtet bitte hier mal auf das Pärchen in der Mitte. Sie mit dem grünen Rock, er mit der Jacke, ihr Gepäck dazu. Da hinten die Fahrkartenkontrolle, die dort stattfindet. Die beiden kennen wir schon aus dem letzten Update. Die jungen Damen habe ich nochmal überarbeitet. Und da ist jetzt vielleicht ein ganz bisschen was dazugekommen. Wie jetzt seit gestern dieses Taxi, deswegen hat es auch noch kein Kennzeichen. Ansonsten haben ja alle Fahrzeuge bei mir auf der Anlage eben auch passende Kennzeichen. Am Bus hat sich ja auch ein ganz bisschen was getan, wenn ihr genau hinschaut und euch an die letzten Videos erinnert. Ihr seht jetzt, er hat so eine ganz leichte Patina. Also der sieht jetzt nicht mehr geleckt aus wie nagelneu, sondern Lufteinlässe, Auslässe und eben auch das Dach, seht ihr hier, haben eben in der entsprechenden Fahrtrichtung auch eine Alterung bekommen. Genauso hinten am Bus läuft eben auch entsprechend dann Dreck runter. Und da sehen wir auch schon ein weiteres Update. Und zwar haben wir hier die dänische Post, die jetzt gerade morgens hier die Post verteilt, um sie eben dann auch mit der Bahn weiterzubringen. Die kleinen Männchen hier habe ich gestaltet anhand von älteren Fotos von dänischen Postbeamten aus dieser Zeit. Und ich glaube, die sind mir gar nicht schlecht gelungen, eigentlich die Jungs. Was jetzt natürlich hier ein bisschen crazy ist, und das seht ihr, wenn wir hier mal weiterschauen, wir haben jetzt hier dieses Postfahrzeug. Und das ist tatsächlich ja ein norwegisches Postfahrzeug. Auch wenn es farblich in Schwarz-Rot super passt zu den dänischen Postuniformen. Den hatte ich, wie ihr hier seht, so schön umgebaut, eben auch auf Licht. Und habe es tatsächlich hier auch mal geschafft, genauso wie bei dem kleinen T1 drüben, T2, der andere ist ja ein T2, dass die Vorwiderstände mit im Fahrzeug drin integriert sind. Ja, da seht ihr auch, wie perfekt das vorne mit den Lichtern funktioniert bei dem Volvo. Ein Traum, wirklich. Und dann finde ich am nächsten Tag im Internet ihn hier. Das ist ein Lada Niva im Design der dänischen Post. Und den werde ich jetzt natürlich auch demnächst dann auf Licht umbauen müssen und dann kann er hier diesen älteren Volvo ersetzen. Ja, also manchmal findet man sehr coole Module. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt jemals einen Lada Niva von der dänischen Post als H0-Modell gab. Ist schon ein bisschen crazy, aber eigentlich ja nicht schlecht. Und wenn wir von hier weitergehen, dann seht ihr auch das nächste Update. Und ihr seht, es geht heute Schlag auf Schlag hier. Und zwar die angekündigte Drei-Wege-Weiche. Die ist noch nicht digitalisiert. Die ist also jetzt noch mal manuell und ich warte jetzt gerade auf den Decoder und die Weichenantriebe dafür. Und jetzt seht ihr aber auch, wie der Gleisplan funktioniert. Das heißt also, ich kann jetzt aus dem Güterschattenbahnhofsbereich hier rumfahren und könnte theoretisch eben auch das rechte Gleis hier nehmen, um dann hier bis zu dem Signal zu fahren. Oder eben zum Beispiel rückwärts hier auch meine Wagen reinzuschieben, um zum Beispiel dort zu den Krabben zu kommen. Alternativ dazu kann ich natürlich auch weiterfahren hier hinten rum und habe dann wirklich jetzt die Möglichkeit, eben auch im Bahnhof hier
Begegnungen zu gestalten. Ja, ich musste eine Drei-Wege-Weiche nehmen, denn sonst hätte ich nicht geschafft, hier einen zweiten Bogen noch zu machen. Der war auch tatsächlich viel aufwendiger als gedacht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da relativ leicht und einfach diesen Bogen bauen kann. Tatsächlich war es so, ich musste wirklich bis hier oben in die Ecke die Gleise austauschen, die Bögen, die Radien verändern, um eben hier quasi diesen zweiten Bogen im richtigen Radius dann reinzubekommen. Aber auch das ging. Ihr seht aber auch hier quasi, wie viel Schotter und wo ich überall Schotter wegbrechen musste. Gerade eben, um auch diese riesige Weiche hier reinzubringen. Der Bahnsteig hat auch ein bisschen gelitten. Und solange das noch nicht digital schaltbar ist, werde ich jetzt hier auch momentan nichts verändern. Das heißt also, ein bisschen hässliche Landschaft muss jetzt hier mal kurz sein. Und dann seht ihr hier, wir haben jetzt hier so ein kurzes Stichgleis. Da war die erste Überlegung, hier die Dieseltankstelle zu machen. Aber das hätte vom Betriebsablauf her aus meiner Sicht halt überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn ich hier eine Hauptstrecke bzw. die Einfahrts- und Ausfahrtsstrecke aus dem Bahnhof habe und von da dann quasi in so ein kurzes Stumpfgleis für die Dieseltankstelle reinfahre. Macht aus meiner Sicht wenig Sinn, insbesondere bei dem Gleis, wo die Lokomotive sinnigerweise ja da vorne am Signal wäre. Da macht es ja viel mehr Sinn, dass sie sagt, okay, ich kann hier abkoppeln, die Wagen stehen lassen, fahre da hoch, einmal zum Tanken, wieder zurück, nehme meinen Zug wieder mit, wenn ich wirklich tanken müsste. Wahrscheinlich ist die Tankstelle ja eh nur für meine kleine Rangierlokomotive und die zweite, die ich habe, die ja auch hier in Friedhauen quasi dann ihre Heimat haben. Ja, also deswegen habe ich hier gesagt, das macht ja keinen Sinn und jetzt werde ich mal gucken, was ich da mache. Ich hatte überlegt, wenn ihr da einen coolen Tipp habt, wie man das gestalten kann, hier eine Fahrzeugladerampe vielleicht zu gestalten, sodass man eben Flachwagen von hinten beladen könnte mit Fahrzeugen. Das stelle ich mir ganz cool vor. Ja, was mir jetzt noch auffällt, weil ich diese orangenen kleinen Leuchtpunkte sehe, wir haben ja neben den neuen Figuren, die ich selber angemalt habe, habe ich eben auch hier diese kleinen orange und gelb gejackten Männchen gefunden und bestellt, die hier eben dann beim Ausladen sind. Die sehen so ein bisschen aus wie Fischer eben in Ölkleidung und mit einem kleinen Washing drüber und ein bisschen Nacharbeit der Details. Fällt dann auch nicht auf, dass sie aus dieser quasi Billigserie von Preiser stammen. Und last but not least ein Update. Und da geht es hier um den Fischkutter. Ich fahre euch mal ein bisschen näher ran. Und zwar hat der jetzt einen neuen Anstrich bekommen. Sowohl das Rot, was mir viel zu dunkel war, als auch das Blau, was zu dunkel waren, sind jetzt ersetzt worden. Durchaus meiner Sicht nach Fotovergleichen deutlich gefälligere Farben. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen das Problem, jetzt sieht dieser Fischkutter hier in der Werft schon wirklich neu lackiert aus. Aber ich glaube, auch das lässt sich verargumentieren, weil dann ist man halt schon fertig mit der Arbeit. Und jetzt steht eigentlich nur an, dass er noch ein bisschen aufgetakelt wird und dann kann er wieder auf Reisen gehen. Ja, und das war es eigentlich so an großen Updates, die ich euch mitgebracht habe. Ich habe jetzt nur noch einen kleinen Tipp, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Und zwar gehen wir hier einmal den Schattenbahnhof entlang. Und wer viele Gleise hat, hat vielleicht auch manchmal das Problem, dass er viele von den Prellböcken braucht. Und da gibt es jetzt hier vom C-Gleis Märklin, das ist quasi so der Standard-Prellbock. Und das ist Märklin My World. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist jetzt, der Standard-Prellblock hat ja das Metallgleis. Und My World ist ja komplett aus Kunststoff. Ihr seht das aber hier, die passen, die sind kompatibel. Ich kann also My World und C-Gleise kombinieren und zusammenstecken. Wenn ich jetzt also viele hiervon brauche, und da kostet ja einer Listenpreis, glaube ich, irgendwie 8 Euro. Ich bin hier bei 3 Stück bei 4,99 und ich habe es ausprobiert, ich habe es mir angeguckt. Der Stopper hier oben drauf ist exakt derselbe
ob ihr jetzt hier die 7391 fürs K-Gleis nehmt, ob ihr das C-Gleis quasi hier nehmt oder ob ihr den hier nehmt. Der Stopper hier oben drauf ist immer derselbe. Und einerseits kriegt ihr dadurch extrem günstig dann auch diese Prellglöcke, wenn ihr die fürs K-Gleis braucht, zum Beispiel einfach abschrauben. Und dann kriegt ihr für 4,99 drei Stück. Oder könnt ihr eben hier einen kaufen für 4,99, glaube ich, von dieser 7391. Oder halt drei MyWorld, dann müsst ihr eben mit der Schraube die einmal lösen. Was ich jetzt gemacht habe, bei mir sind die im Einsatz im Schattenbahnhof. Und wenn wir jetzt hier wirklich mal in den Schatten reingucken, dann seht ihr, hier sind sie. Und überall, wo man sie nicht sieht wirklich, werden die MyWorld Stopper verwendet. Also das so als kleiner Tipp zum Ende hier. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Nehmt einfach die von MyWorld. Ja, und das war jetzt der Schwenk über die Anlage für euch. So sieht Fred Hauen eben aktuell aus. Und ja, das hat schon immens was, gerade mit den Lichtfunktionen, wenn man eben hier die Dunkelheit hat. Und ich probiere es jetzt einfach mal mit euch. Es geht. Es ist nicht ideal vom Kamerabild, aber ich glaube, ihr habt eine Vorstellung davon, wie das jetzt hier in live aussieht. Und was man auch sieht, ist, ich werde hier die Tankstelle noch ein bisschen ausleuchten müssen. Aber davon abgesehen, hat das doch schon echt Atmosphäre. Und so soll es ja sein. Besonders cool finde ich halt auch hier die Straße, wo ich jetzt wirklich mehrere Fahrzeuge habe, die auch entsprechend eine Beleuchtung haben. Und da sind wir schon wieder. Ich hoffe, der kleine Rundflug und der Tipp zu den Prellböcken hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich auch, wenn ihr mal bei Instagram vorbeischaut. Auch unter Johns Moba findet ihr dort eigentlich fast täglich kleine Bilder der Anlage oder sonstige Updates, was ich gerade so treibe. Zum Beispiel zuletzt eben auch zum Bau der Dieseltankstelle und ähnliches. Also schaut da gerne vorbei, dann seid ihr immer noch ein ganz bisschen aktueller als die Videos hier. Und bei den Videos freue ich mich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, natürlich einerseits über ein Abo, ein Like, einen Kommentar. Oder natürlich, wenn ihr euch die anderen Videos da oben auch anschaut. Soweit für heute. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.